Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Fallen Order. Mein Name ist Patty und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir sind gleich hier direkt an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, ich werde jetzt da mit euch zusammen reingehen. Und wir sehen, was diesmal passiert. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Jo. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Oh ja. Die Waffe, die du führst, gehört mir, mein Schüler. Nee, das haben wir selber zusammengebaut. Du musst meine Lehren übertreffen, ansonsten träge, beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Aha. Wir haben uns unserer Angst gestellt. Deswegen ist die Tür jetzt endlich offen und natürlich kommen da gleich wieder solche. Ein Feind! Verstanden. Vorwärts! Ich will den anderen. So. Bereit zum Sterben, Jedi? Denkst du, du bist hier gewachsen? Ich hab dich! Brüder, helft mir! Okay, sind die mal erledigt. Haben wir schon wieder mal die Gehen wir schon wieder die Hälfte meines Lebens ab. Ja, wird das auch erledigt. Nee. Wie denn jetzt? Da haben wir ein Echo, das ist gut. Mit ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr XP. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Oh, das klingt aber nicht gut. Noch ein Echo. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Oh, Malikos. Das ist der Bösewicht. Also, Bösewicht, der was halt so komische Ansprachen gehalten hat. Und anscheinend was mit den roten Schwestern zu tun hat. Kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal.
Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Ja, wahrscheinlich auch ein rotes. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. So, dann haben wir noch ein Echo, das haben wir sich natürlich auch. Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Die versprochene Macht. Dankeschön. Da ist er ja. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was an diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Ja, war ja klar. Gut. Komm schon! Du wirst mich nicht besiegen! Na, abwarten, Tee trinken. Oh shit, okay. Hierher, BD! Ich bin schon wieder ein bisschen zu offensiv. Ich muss ein bisschen defensiver denken. Nur Feiglinge rennen weg.
Ich bin dir eh ausgewichen. Völlig nutzlos! Autsch. Komm, kämpfe, wenn du es wagst! Der war aber frech. Mach das nochmal! Immer kommen wir uns mit denen schmieden. Stopp, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Ja, damit hat's recht. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Du wirst mich nicht besiegen. Na, Button Smashing. Nein, das war so klar. Okay. Mein erster Tod. Seit längerem. Glaube ich halt. Aber bei dem, bei einem Bosskampf darf man ja mal ins Gras nippeln. Wobei, ich glaube, ich bin ein paar Mal gestorben bei den Wächtern vom Tempel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das macht aber nichts. Das macht gar nichts. Denn ich bin ein Jedi. Ich bin unsterblich. Ich komme als Geist wieder und benutze mein nächstes Leben. So in etwa. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich jetzt den ganzen Schmafu wieder von vorne machen muss. Ja, natürlich muss ich den ganzen Schmafu wieder von vorne machen. Sit hier! Versuch's mal, Jedi! Das hält mich nicht auf! Das zittert vor Angst! Ja, jetzt hat mich der erwischt. Vorrücken! Sind alle Jedi so schwach? Für meinen Bruder! Autsch! Dein Leben ist verwirkt! Ja, wie denn? Du kannst nicht entkommen! Datomir dürstet es nach deinem Blut! Du fürchtest unsere Stärke! Nicht wirklich. Hilf mir! Hier! Ich fürchte nur den Tod. Weil dann muss ich wieder von vorne anfangen. So. Bin auch gespannt, ob die Animation jetzt da wieder kommt. Zwischensequenz. Nein, kommt nicht. Das heißt, ich vermute mal auch, dass er vielleicht gar nicht sein volles Leben hat. Was natürlich schön wäre. Oh ja, so ein volles Leben. Verdammte Kacke. Zu langsam. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Okay. Komm her. Schnell! Bemerken! Komm schon! Autsch! Du
kannst mich nicht stoppen. Niemand kann das. Komm, kämpfe, wenn du es wagst. Autsch. Du wirst mich nicht besiegen. Warum war das jetzt gerade? Hilfe bitte! Okay, kann ich mir noch eins brauchen? Okay, das war schon ganz geil, wie er da das Schwert am Boden gehabt hat. Kann das? Ja. Ich hab's kaum gespürt. Dieses Auskontern. Wie ihr schon sagtet, Malikos. Professionelle Analyse deiner Kampftaktik. Wird euer Grab sein. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen. Bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Oh ja. So, gleich mal da. Ausruhen. Wieder alle Stims und so weiter zurückholen. Und dann schauen wir jetzt natürlich auch gleich wieder im Fähigkeitenbaum rein, weil jetzt habe ich zwei Punkte und die möchte ich natürlich einlösen. Und das habe ich ja schon seit einiger Zeit im Auge. Den Lichtschwertwurf. Ja, warum nicht? Pfeif drauf. Lernen, wir haben zwei Punkte. Was sollen wir sonst damit machen? Das heißt LB festhalten und Y dazu drücken. Gut. Ich werde versuchen, es mir zu merken. Und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Reden wir mal mit ihr. Was bist du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Ich brauche eine Sekunde. Ort. Ja. Okay, das muss man mal schaffen. Genau in diesen einen Spalt da dazwischen reinfallen. Das ist ja... So. Also echt.
Atriums endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Meryn, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Ja, nennt sich Wecker jeden Tag in der Früh. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ja, Wecker. Danke hier. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Und Dirk freut sich. Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Gut, Ziel erreicht. Was ist das neue Ziel? Ich würde mal vermuten, zurück zum Raumschiff. Ah ja, da kommt ja jetzt zu was. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte, dass Nikos fertig wird. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Alter Schwede, zwei gleichzeitig ist nicht einfach. So, gut, irgendwie habe ich sie doch hingekriegt. Das möchte ich gleich ausprobieren. Ah, sehr nice. Gut, ich würde jetzt auch muten. Sia? Ja? Woher warst du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Wir. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Okay. Warum beamst du uns beide nicht einfach zum Schiff zurück? Da muss man jetzt sicher wieder komplett den ganzen Weg raus. Ja, ist eh klar. Müssen wir uns jetzt sicher den ganzen Weg wieder rauskämpfen. Ich werde jetzt aber hier trotzdem wieder ganz kurz meditieren und meine Stims auffüllen, so wie mein Leben.
Was jetzt wiederum bedeutet, dass sehr viele Gegner zurück sein werden. Aber ich vermute mal, dass jetzt die toten Schwestern mich nicht mehr angreifen sollten. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr. Spricht aber nichts gegen einen kurzen Besuch von den Überresten des Imperiums. Überresten, gut gesagt. Das Imperium hat sich erst aufgebaut. Zeitlinientechnisch jetzt. Egal. Ah, doch. Ich habe mir gedacht, deine Schwestern sind unter Kontrolle. So richtig Zombie-like. Wobei. Kann ich mir das da oben holen? Ja, sehr schön. Gut. Jedes bisschen nützt was. Auch wenn es manchmal nur verstörende Erinnerungen sind. Die Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Oh shit. Da ist irgendwas hinter mir, ich hab's genau gesehen. Will gar nicht schauen. Irgendwie doch. Oh, egal. Wir sind zu Hause. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Gut. Wäre dies jetzt auf Datum ja auch geklärt? Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück zum Ursprungs. Ja, jetzt denkst du nach. Verschwinden wir von hier. Ziel. Bogano. Bogano? Ja, da müssen wir hin. Okay, gut. Dann machen wir das auch. Ich habe es genau gesehen, die hat sich jetzt da hinten hin teleportiert. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Gräber und Tempel mit Bezug zu den Sefo und den Jedi. Aber ich hatte eine Grenze. Für ihn gab's keine. Der verrückte alte Mann blieb allein zurück. So sind sie, die alten Knacker. Sogar als ich bei ihm war. Ihn interessierten ausschließlich seine Arbeit und die Zukunft. Nur dafür hatte er Zeit. Er war immer unterwegs. Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte. Wenn auch nur für kurze Zeit. Jetzt versuche ich gerade mich zu erinnern, ob das der Planet ist, den ich jetzt meine. Ah, mit diesem Star Wars-Namen für Planeten ist es nicht unbedingt immer leicht. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne sie nie so weit gekommen. Oh, Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest,
Werden sie da nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Der Pilot der Mantis. Ja, ey, na gut. Passt. Die Mantis auf dem Planeten, was ich mir gedacht habe, die sind der allererste Planeten, auf dem man dann eigentlich wandelt und Sachen macht. Ich muss jetzt nur wieder zurück in den Tempel, was ja kein Problem sein sollte inzwischen mit all meinen Fähigkeiten. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Datomir. Ja. Datomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bogano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bogano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Sehr tiefgründiger Smalltalk. Ändert aber dennoch nichts an der Situation, dass wir uns jetzt hier dieses Holocron holen wollen. Wir wissen ja selbst noch nicht, was wir dann damit machen. Aber wir wollen es uns auf jeden Fall mal holen. So. Ich habe natürlich absolut keinen Plan, wie ich mich jetzt bewegen muss, damit ich dorthin komme, wo ich hin will. Das schaut schon mal gut aus. Aus, wie ich da gerade laufe. Oh, was machst du, Alter? Alter Schwede. Hey, komm, reiß dich ein. Okay. Puh. Ich spüre was Seltsames. Oh no. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das... So, ich möchte jetzt nur mal kurz zwischenspeichern, damit ich mir hier den ganzen Laufweg erspare, sollte irgendwas passieren. Und los, BD. So geil. Und da haben wir ja den Spiegel. Den Spiegel kennt die Ray auch gut genug. Ich frage mich, ob das dasselbe sein soll. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden. Dies ist unsere große Hoffnung.
Willst du das jetzt einfach nehmen oder nicht? Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Okay, ganz schön heftige Visionen. Sucht weiter, sie können nicht weit sein. Ziel gesichtet. Hilft mir, Meister Kestis! Rücke vor. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Cal Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie! Den Sessel kennen wir. Also jeder gute Star Wars Fan kennt diesen Sessel und diesen Stuhl. Dürfte unangenehm werden. Oh. Oh shit. Jetzt bin ich anzogen wie einer von denen. Kleiner Spoiler, hätte ich jetzt kein rotes Lichtschwert, standardmäßig, jetzt wäre es trotzdem rot. Aber ich habe das ja bewusst gewählt. Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast.
Ich bin sehr stur. Okay. Jetzt haben wir natürlich wieder mal sie da. Thriller. Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. So der Schmäh. Oh no. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Triller. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Triller, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Holy shit. So, jetzt wissen wir definitiv, was mit der Triller passiert ist. Jetzt heißt es natürlich so schauen, dass wir das Holocron zurückbekommen. Das heißt, ich muss hier irgendwo raus. Ey, da. Okay. Und das wird natürlich nicht einfach, das Holocron zurückzukriegen. Besonders wenn da jetzt wahrscheinlich, so wie ich es vermute, überall Sturmtruppen auf uns warten. Gut in euch! Ich bin fertig mit dem! Sturmtruppen am Boden! Na komm, was machst du jetzt? Oh shit. Ich brauche etwas Zeit. Gebt mir Deckung. Holt euch das Tor! So. Und der nächsten. Oh, warum schießen welche? Wieder am schnellsten zurück. Ja.
Ab zum Schiff. Und wir müssen uns das Holocron zurückorganisieren. Und dafür wird es dann richtig interessant. Aber ich will nichts spoilern. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller. Was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Thriller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Ha. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Jawohl, kein herumstreunender Padawan mehr. Jetzt sind wir richtig offizieller Jedi-Ritter. Ich finde das ein bisschen dramatisch, dass sie das da immer darstellen müssen, wie mit dem königlichen Ritterschlag. Aber ja, was soll's. So, ich möchte mal auf jeden Fall abspeichern wieder kurz. Und ich glaube, ich werde mich an der Stelle jetzt... Na, wir fliegen noch hin. Dann werde ich mich von euch verabschieden, weil das, was jetzt dann kommt, ist eigentlich quasi... Man könnte es nennen, die letzte Mission. Und... Wobei, ich glaube, da kann ich gar nicht abspeichern direkt, wenn ich dort bin. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, na, wir machen es so. Ich werde mich doch jetzt schon von euch verabschieden. Das nächste Mal heißt es dann, die Inquisitorenfestung infiltrieren. Man sieht da ja schon zwei Sternenzerstörer, die was da neben diesem roten kleinen Mond herumkreisen oder eigentlich nur stillstehen. Das ist unser Ziel. Dort wollen wir hin. Und dort geht's dann richtig zur Sache. Deswegen besten nächste Woche nochmal einschalten. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.